Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es allerdings mal nicht um Wolle, heute geht es um Stoff. Mein Gott, das ist wahrscheinlich der Moment, wo 95% meiner Abonnenten jetzt abschalten. Schaltet das Video nicht ab, denn es geht heute um Stoff. Es ist fast genauso cool wie Wolle. Der holländische Stoffmarkt ist heute in Potsdam und das ist fast nebenan. Und ich habe mir gedacht, deswegen muss ich die Chance natürlich nutzen und werde dorthin gehen und schauen, was es so gibt. Ich brauche auf jeden Fall Garn für meine Nähmaschine und ich brauche auch so 2-3 Reißverschlüsse. Denn ja, so ein bisschen versuche ich auch zu nähen. Ich versuche zu nähen, sage ich absichtlich. Und ich habe sogar eine Schneiderpuppe. So, gleich geht es los und der gute Matthias, der kommt natürlich auch wieder mit zum Stoffmarkt. Der freut sich schon ganz besonders drauf, Stoff, dass wir jetzt wieder Stoff kaufen gehen. Oh mein Gott, ich bin schon so aufgeregt. Matthias auch. Warm, warm, warm. Da schmilzt doch der ganze Stoff bei dem Wetter. Hast du den Faden verloren? Ist das schwarz? Sieht das schwarz aus? Das ist weiß und das? Und was hast du alles schon für Stoff gekauft? Gar kein. Und hast du jetzt schon was gekauft? Nein. Es könnte alles sein. Wir haben echte Farbprobleme. Mandy weiß nämlich nicht, was was ist. Oh nein, sie bezahlt. Wir haben das erste Teil gekauft. Yeah. Was hast du gerade entdeckt? Pandas. Ich bin wieder zurück vom Stoffmarkt und ich muss sagen, mein Akku ging leider ziemlich schnell leer. Ich glaube, es sind gar nicht so viele Aufnahmen geworden. Aber ich hoffe dennoch, dass es reicht für ein Video. Mal gucken. Und ich habe alles bekommen, was ich wollte. Auch eigentlich habe ich fast gar nicht mehr gekauft. Ich habe Overlock-Garn bekommen für meine Nähmaschine. Einmal in schwarz und einmal in weiß. Es gab auch noch viele, viele andere Farben. Aber ich habe mir gedacht, für den Anfang reichen hoffentlich diese beiden. Und ich habe auch Reißverschlüsse bekommen. Ich habe mich damit ein bisschen schwer getan. Also ich habe genau 3 Reißverschlüsse, wie ich wollte. Allerdings, ich wollte 3 schwarze und ich war mir vor Ort absolut nicht sicher. Ich glaube immer noch, dass zumindest dieser hier nicht wirklich schwarz ist. Der sieht so ein bisschen mehr grau, blau, dunkel, irgendwas aus. Bekommt schon keiner mit. Und ich konnte auch bei den Stoffen nicht vorbeigehen, bei den Stoffresten nicht. Ich habe mir diesen hier mitgenommen. Der sieht super niedlich aus. Da sind kleine Sushi-Teilchen drauf. Wie hätte ich ihn nicht mitnehmen können, ganz ehrlich. Mal gucken, was ich draus mache. Ich weiß es noch nicht, ich habe überhaupt keine Ahnung, aber der musste einfach mit. Und ebenso dieser hier, der ist auch mega niedlich. Da sind ganz kleine süße Pinguine drauf. Und ja, dann habe ich jetzt eigentlich alles und es kann jetzt losgehen mit meinem Nähprojekt. Ich habe mir schon auf dem letzten Stoffmarkt eine Schnittvorlage geholt. Ich dachte mir, ich fange mit der einfachsten Sache wahrscheinlich auf der ganzen Welt an und werde mir ein eigenes Kleid nähen. Wie konnte ich auf so eine Idee kommen? Keine Ahnung. Aber wenn ich eines Tages total verlumpt hier vor der Kamera sitzen werde, dann könnt ihr euch sicher sein, das ist höchstwahrscheinlich das Kleid, das ich selber genäht habe. Hoffentlich wird es nicht ganz so schlimm. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen da und lasst mir auch ein Abo da, dann verpasst ihr zukünftig keine Videos von mir und dann freue ich mich auch ganz doll drüber. Und wenn ihr jetzt noch mehr sehen wollt vom Stoffmarkt Holland, dann guckt doch mal hier vorbei, da war ich schon mal auf einem. Allerdings in Berlin und dort habe ich eine Aktion Find mich doch gemacht und
wenn ihr lieber was mit Wolle sehen wollt, dann guckt mal hier vorbei und dann häkeln wir auch noch was Schönes zusammen. Also, wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut!